Moin, moin, moin! Willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Nach dem Troll-Part 33 Videos Spezial sind wir jetzt wieder am Leveln hier am Strand. Ja, der Livestream war cool. Die Videos könnt ihr nachschauen. Und also den ganzen Livestream. Und heute werde ich mal andere Spiele ausprobieren. Für euch war das gestern. Eventuell nein, heute Abend kommt das Video spät, also wahrscheinlich schon gestern. Außer ihr schaut noch spät abends. Mal schauen, wie lange ich dann live streame. Die Gegner haben immer so angegeben, jetzt sind sie wieder still, also wir machen fast nichts. Außer einen holen, wow. Wir hätten von den Steinen und... ja. Sie holen die Steine nicht von den Sürgen. Also was los mit denen? Ja, wir haben keine mehr. Ihr seht's, wir sind mal wieder die, die geistesabwesend sind und scheinbar einfach nicht da. So, wir machen jetzt dann Level 48. Schauen wir mal, wie es geht. Level 48. Wir haben ja dann neue Spells. Wir haben ja extra vorbereitet bei der Skillung im Livestream. War das, glaube ich, ja. Und ja, schauen wir mal, was wir das killen können. Es ist einfach die Skillung nicht so gut für zu leveln. Aber immerhin. Jetzt haben wir dann auch andere Gegner auf Blau. Können wir besser leveln irgendwo. Schauen wir mal, hä? Im Livestream war ich heute immer in Algaros fort. Da habe ich eigentlich gut mitgehalten mit den Zürden, aber das Problem ist, wir haben keine Bashis gehabt und haben dann wahrscheinlich das Fort auch verloren. Weil keine Bashis ankommen wollen, immer nur die Damage-Dealer. Das ist ein bisschen ein Manko in Alcius, denke ich mal. Ich habe immer Probleme mit Bashis. Ich bin ja noch Low Level. Die Bashis heilen mich nicht so gerne. Sie beleben mich nicht wieder, wenn ich mal überrascht werde und so. Dabei bin ich ein guter Spieler. Ja, nicht ganz perfekter natürlich, aber einfach so ein Spieler, der aufpasst, dass er nicht stirbt und so. Aber die Alcius-Spieler machen halt mir schon ein bisschen das Leben schwer, weil sie die ganze Zeit sich zurückziehen und mich dann vorne lassen. Und ich nicht so schnell, die sind halt einfach schneller, habe ich das Gefühl, weil sie auch Equip haben mit Schnelligkeit oder so. Und bis ich dann auch zurück bin, haben die anderen mich schon angestunt und dann besiegt. Das ist noch ein bisschen ein Manko, aber ja, eben. Es ist ein Spiel, also wenn die keinen Bock haben, dann haben sie keinen Bock, oder? Aber ich hab Bock, also ich werde wahrscheinlich immer auch den anderen helfen und so, wie ich kann als Schütze. Aber deshalb mache ich ja im Livestream dann auch den Bashi. Ich habe ihn schon weitergemacht ein bisschen, aber musste dann Higgen-Invasion mitmachen, wollte auch mitmachen. Und ja, könnte mir schon vorstellen, mit dem Bash zu spielen, aber es wird halt langweiliger sein, habe ich so das Gefühl. Aber also, mit dem Schützen ist es irgendwie total schwer. Ich weiß nicht, die Schützen sind immer die respektiertesten und alle hauen ab von den Schützen, also vor allem von mir. Die haben voll Angst, die Ecken vor allem. Ja, okay, die Sürden eigentlich auch.
Wenn ich mal irgendwie 600 Schaden mit diesem ätherischen Pfeil schieße, die haben total Angst, hauen immer weg. Hauen ab, fertig. Da muss ich mal fett leveln Items haben und alles Mögliche, bevor da ich irgendwas wieder reißen kann. Das ist das Problem. Wurden Schützen nicht noch genervt mal? Das ist zwar vielleicht schon länger her, aber. Oh, nochmals ein Pfeil. Ich habe übrigens. Oh, den muss ich dann bald nochmal vergleichen. Ich habe den geschenkt bekommen. Ich habe die Armschützen geschenkt bekommen. Die Schulterpanzer sind das. Ich glaube, es sind die Schulterpanzer sogar. Das sind ja Arm, also das sind ja Armschützen, nicht Schulterpanzer. Aber sie gehören zum Schulterpanzer. Und ich habe den gedroppt. Nein, der habe ich auch bekommen. Die zwei habe ich bekommen. Der hier. Ah nein, der habe ich gedroppt bekommen. Ja, der habe ich gedroppt bekommen. Ist richtig nett. Und ich werde dann wahrscheinlich auf Kurzbogen leveln. Was wollte ich noch sagen? Den haben wir jetzt bedroppt bekommen. Ich habe noch irgendwas. Ah ja, die Ignis-Axt. Irgendwie Zweihandwaffe, das wäre das gewesen. Ist nicht so gut gewesen. Habe ich verkauft. Okay. Ich habe auch Verfassung bekommen durch die Armmaschinen. Bin zäher geworden. Aber die Golems, die droppen nichts. Also eben ein Pfeil haben sie jetzt gedroppt, aber ich muss so schnell wie möglich irgendwo anders hin. Vielleicht zu den. Ja. Ich glaube, ich weiß, wo ich hingehe. Zum Orklager. Lass mich halt mehr mal töten. Ich bin so in der Nähe. Sollen die halt ein bisschen farmen an mich. Ja, schauen wir mal. Irgendwas muss schon droppen. Ja, beim Orklager sind ja diese Säbelzahnlöwen. So irgendwas. Einfach nur Löwen. Und die droppen ungefähr. Weiß ich auch nichts. Überhaupt nichts. Die sind im TS wieder und schreiben nichts hier rein. Vorher haben wir recht viel über Metal und Heavy Metal und andere Mucke geredet. Aber gehen alle wieder in den TS, haben keine mehr Bock zu reden. Also noch knapp. Noch knapp. Ein bisschen brauchen wir. Und ihr wisst ja, wie hoch das anzieht. Dass ich eigentlich bei Level 52 letztes Mal keinen Bock mehr hatte. Auch weil ich ja kein Internet mehr hatte, nicht mehr leveln konnte. Aber jetzt kann ich es weiter durchziehen. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ich auf Level 60 komme in diesem Let's Play. Ich werde nämlich durchbeißen, eventuell mal halt eine Woche Pause machen oder so. Auf jeden Fall macht es mir noch Spaß, einfach mehrere Stunden Livestreamen wird wahrscheinlich nicht so drin liegen. Aber ihr könnt ja jederzeit zurückspulen und dann dort ein bisschen schauen. Es schauen ja sowieso nicht so viele ganz, oder? Es ist ja einfach, dass ich noch sehr unbekannt bin, halt ein komischer Dialekt habe und nicht so gute Qualität vielleicht oder so, je nachdem. Oh, cool.
und 68 und 80. Rüstungsbonus ist sehr wichtig. So, heute ist so eigentlich das Itemschenk. Ja, der Tag des Itemschenkens von denen. Die haben ja sicher viele Drop-Booster, die sie benutzen. Werde ich dann auch mal machen, auch im Livestream an Spiele, die ich ja nicht so gut kenne oder einfach mit mir dabei sind. Aber müsst wissen, ich kann nicht so gut Geld verdienen. Ich komme nicht so gut an Geld. Da müsst ihr eventuell mal PaySafe-Cards spenden oder PayPal oder sonst irgendwas, damit ihr Items bekommt oder so. Jupp, trotzdem viel besser. Die schauen eben die ganze Zeit auf die Resistance. Ist ja klar, ist schon wichtig, aber halt eben für mich trotzdem gut. Ich will noch kurz schauen, wie genau die schlecht sind. Schlitzen. Stechen ist auch schlecht. Gut ist schlagen. Okay. Dann. Gut Feuer, sehr gut. Eis, schlecht Blitz. Okay. Blitz will ich doch ein bisschen besser. Verbesserung. Die setze ich noch nicht ein. Rausgeworfenes Geld. Ach kommt, Golems. Wo seid ihr? Sind wieder Spieler hier am Strand. Da ist einer. Ich finde gut, dass man die Buffs auch im Laufen einsetzen kann. Das ist schon gut. So. Sonnenträne. Ich muss heute noch antesten, ob es geht, wenn jetzt die, wie sagt man dem, die Frequenz höher ist, ob ich dann Regnum im Vollbild aufnehmen kann. Weil wenn nicht, dann hat das Spiel irgendwie Probleme oder ich krieg's einfach nicht hin. Ich mach mehr Schaden. Kann ich ja Feuerschuss mal einsetzen. Feuerpfeil. Wie heißt es? Feuerregen, stimmt. Wieso droppt ihr nichts mehr? Nicht mal Loot. Aber jetzt haben wir dann gleich Level 48. Und ich bin happy with that. Ja, ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, was ihr andere Spiele so gut findet. Kann ich da auch mal ein bisschen besser sehen, was so angesagt ist. Auch im Livestream eher. Und eventuell mache ich ein Let's Play davon. Das Problem ist halt einfach so, 80, 90 Euro Spiele kann ich nicht leisten. Da müsste ich mehrere Monate warten. Mehrere PaySafe Cards kaufen, um dann irgendwie Spiel zu kaufen und dann zu merken, ja, es ist der Preis überhaupt nicht wert. Früher hatte ich Spiele immer 99 Franken hatte ich immer gekauft. Da waren die Spiele auch noch besser. Heutzutage ist die Qualität halt einfach an mehreren Stellen immer so eingenickt. Und was ich ja gekauft habe, ist ja GTA 5. Ich habe nicht lange gespielt, mir war es dann total langweilig. Es war nicht mehr das, was GTA San Andreas mal war.
GTA San Andreas war ein Spiel, das habe ich jahrelang gespielt. Das war so ein cooles Spiel. Das habe ich 2008 noch super gern gespielt. Da weiß ich noch, war ich in einem Forum aktiv und die haben da extrem gefreut auf dieses Spiel, weil sie immer noch irgendwas zu entdecken hatten und so. Heutzutage wird ja alles von YouTube gespoilert. Das ist gar nicht mehr so das war. Ich möchte einfach, wenn ich einen guten Let's Player werde, möchte ich einfach diese Spiele nochmals richtig zeigen und genießen, was so cool war damals. Schon wieder. Hey, das ist nicht normal. Regnum, was ist denn mit dieser Überlastung die ganze Zeit? Da kann ich ja nicht mal leveln. Was soll ich mit dem? 6 Kilo, ein Stab 6 Kilo. Das könnte ja ein. Ja, stimmt. Das könnte ja ein Beschi gar nicht tragen. Ach, gehen wir ein bisschen an den Ding. Zu den Falken. Oh nein, wir gehen mal kurz runter. So, zuerst mal hier runter. Trolle, dies droppt mir irgendwie auch nicht viel. Der Festus ist hier. Sind keine Jäger hier. Von den Süden. Die wollen natürlich wieder ein bisschen uns nerven. Da ist schon einer. Es ist schon einer. Schwindel. Hallo. Spacko, ey. Ist so ein Spacko. Wach doch mal auf, du AFK-Noob. So ein Noob. Es ist wieder mal klar. Der heißt sogar Facken. Dieser Spack. Ja, jetzt wacht er auf. Er haut ab. Okay, das ist auch. Ja, okay. Hau ab. Hau lieber ab. Ich bin überlastet. Ich kann nicht. Diese Noobs wieder mal. Ich kann dir nicht zu Hilfe kommen. Ja, er ist da. Er kommt wahrscheinlich gar nicht. Okay. Taktikänderung. Der Xiaodin macht auch nichts, weil er AFK ist. Es sind alle immer AFK. Dieses Spiel ist völlig hin und vorne. Irgendwie nur noch ein Gammelspiel. Das mag ich nicht. Leute, wacht doch mal auf, nicht immer AFK sein. Dann spielt nicht, wenn ihr immer AFK seid. Das regt mich auf. Diese blöden Syrten. Sind immer nur die Syrten. Die Syrten können einfach nicht spielen, das ist. Die müssen immer unfair sein, damit sie vorwärts kommen. Das war früher überhaupt noch nie. Also in der Beta wurde ich nie angegriffen. In der Open, also in der Closed, in der Open, im Originalspiel bis 2008 sicher wurde ich nie richtig angegriffen. Es gab schon Leveler-Killer, aber die haben wenigstens gewartet, bis man volles Leben wieder hat und so Sachen. Das kam erst später, als die NGD Studios das natürlich mit den Crips eingeführt haben, also Königreichspunkte und den War Master Coins. Das ist, also liebes NGD Studio, ihr habt eigentlich alles verbrochen, was ihr machen könnt. Schlechteste Entwicklerteam. Hat so ein gutes Game zerstört. Naja. Rubin, ich brauche keine Rubine.
Eigentlich bekommt man ja Grips über, wenn man viel Schaden macht. Je nachdem, wie viel Schaden man macht, oder? Wenn man irgendwo an einer Klippe ist, das so runterfallen würde, wahrscheinlich schon helfen. Dann halt einfach wieder diese Minuspunkte wegmachen, aber das ist ja easy. Dann bekommt er vielleicht nur eins oder so. Ich kenne das System nicht. Aber ich muss ja auch immer 200 Schaden machen und so weiter. Aber eventuell kommt er trotzdem über, weil wir uns hier umgebracht haben und er ja am Kill beteiligt war als einzig und so. Je nachdem. Naja. Ich werde mich sowieso irgendwie ein bisschen defensiver machen als andere. Eventuell hau ich dann zurück. Mit Level 60 wird man wahrscheinlich nicht mehr irgendwo angegriffen, außer man levelt halt und ist Lowlife. Aber das ist das Blödeste. Wieso kommen die Spiele, die entwickeln nicht darauf, dass man das irgendwie unterbinden könnte? Okay, sie wollten es, indem sie hohe Monster einführten in der Wasser. Aber das hat irgendwie genau das Gegenteil gemacht. Weil die Monster natürlich nicht überall hoch sind und im Reich auch keine höhere gibt. Also im Reich gibt es kein Monster mehr, das höher ist als die am Strand. Nein, unten am Portal auch nicht. Beim Ganschen. Also ist es so. Man ist gezwungen, halt die ganze Zeit dieses nervige Jägergetue auszuhalten. Das regt mich halt langsam mega auf. Weißt du, solche Noobs, die wissen ganz genau, ja, die Jäger können nicht so viel anrichten an der Fortschlacht. Komm, wir leveln an den Leveler anderer Völker, also anderer Reichsding. Das ist genau das Falsche. Es ist genau das, was sie eigentlich machen wollten, haben sie nicht gemacht. Sie haben es noch intensiviert, dass die Jäger noch mehr Leveler töten und so weiter. Wieso können die Jäger nicht irgendwelche Vorteile haben, anstatt unsichtbar machen und Gegner ausspionieren? Irgendwas? Es sind ja Jäger. Macht doch irgendwie welche Transmog, also so Werwolf oder Werbär, Alsen werden zu Werbären, Söten zu Werwölfe und Igen zu Wer, da wie heißen die jetzt schon wieder? Halt diese gelben, einfach in größer oder so, mit Flügel. Oder halt, man kann wählen. Aber ihr habt ja sowieso keinen Bock mehr, Space einzubauen. Also macht am besten das Spiel. Was ist sonst irgendwas? Oh je. Es wäre doch viel besser, wenn man das Spiel weiterentwickeln würde. Dann würde man auch viel mehr Geld verdienen. Aber die machen überhaupt nichts. Die haben wahrscheinlich Entlassungen in Extremis. So. Was ist jetzt so ein Ding? Strategische Position, geschultes Auge. Ja. Machen wir das andere zuerst. Zum Beispiel. Ich tue Schlangenbiss. Ah, müsste ich die an den Weg machen. Wo haben wir noch etwas, das wir brauchen unbedingt?
Ja, dann machen wir Geschicklichkeit hoch. Und tun hier weiter hoch. Da geht's nicht, da geht's auch nicht. Ja. Okay. Haben wir halt nicht so erfolgreich, wie ich gedacht habe. Müssen noch ein Level Up mehr haben. Oder mehrere. Schmeißen wir fort. Müsste mal noch gucken. 9 Kilogramm. Jetzt ein Kilogramm. Ist alles sehr schwer, was ich da so mitnehmen will. Ach komm, ey. Doofe Treppe, doofe Wand. Was haben die da eine Wand hingebaut? Accountlage ist leer, genau. So. Vier, fünf. So. Das voll, noch nicht ganz. Zwei Gramm. 7 Kilogramm. Also die Pfeile sind ja nicht schwer. Sodele, sind halt die Rubine langsam, die schwer sind. Ja, gehst du nicht? Was ist jetzt los? Voll, okay. Ich tue einfach verkaufen, weil ich tue keine Reichsquest mehr machen. Goldtal, da lasse ich aber noch, die sind hoffentlich, ja, nicht ganz so schwer. Gut. Also gehen wir wieder raus. Ich wollte das nicht hier rein tun. Hallo. Diese Mac, also, wie sagt man denn, Kurzwahltasten? Anderes Zeugs gibt es ja eigentlich nirgends. Quarzstein müsste ich eigentlich auch nicht haben. So. Also, mal überlegen. Wir gehen raus. Ich mache mal kurz eine Unterbrechung und kümmere mich um die weltlichen Bedürfnisse und dann komme ich wieder zurück. Ich bin dann dort. Also, ja, kurzen Schnitt. Ich habe gerade gemerkt, dass wir schon 29 Minuten haben. Deshalb, ja, beende ich den Part und im nächsten Part sehen wir dann weiter. Ich werde wieder ein bisschen leveln und, ja, gucke, dass ich auch Items finde. Und vielleicht ist der nächste Part auch wieder ein bisschen Reichsschlachten. Ich bedanke mich, ja, fürs Zugucken und bis zum nächsten Part. Tschüss!